Servus zusammen. Wir wollen euch heute das Corpuls Prime CPR Feedback System näher bringen. Sobald das Feedback System mit dem C3T zur Anwendung kommt, ist es möglich, manuelle Thoraxkompressionen visuell darzustellen und somit auch die Qualität zu kontrollieren. Das entspricht den aktuellen Empfehlungen der Leitlinien und der Verena zeigt uns ganz kurz, wie wir den Feedback-Sensor konnektieren können. Generell gibt es zwei verschiedene Sensoren zur Auswahl. Einen Mehrwegsensor oder den Einwegsensor. Beide können bereits an dem Gerät vorkonnektiert sein. Zu berücksichtigen ist, dass es beim Einwegsensor immer noch ein Zwischenkabel gibt. Das heißt, ich muss diesen auch an das Zwischenkabel anschließen. Auch das kann bereits im Vorfeld geschehen. Wir befinden uns in einer offensichtlichen Übungskünstlichkeit im Rahmen einer Reanimation. Wir haben bereits einmal defibrilliert und eine erfolgreiche Basisreanimation etabliert. Andi, ich habe dir schon den Feedback-Sensor hier vorbereitet, damit du diesen in der nächsten Beatmungspause anbringen kannst, okay? Jawohl. Bist du soweit? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Wie ihr gerade sehen konntet, lässt sich das Prime CPR Feedback System in der Beatmungspause so etablieren, dass dafür die Thoraxkompressionen nicht extra unterbrochen werden müssen. Sobald mechanische Reanimationshilfen zum Einsatz kommen, muss das Feedback System entfernt werden. Wir hoffen, wir konnten euch auch dieses Mal wieder hilfreiche Tipps mit an die Hand geben. Für weitere Videos schaut gerne in den Kanal rein, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Ansonsten Wünsche und Anregungen runter in die Kommentare und dann Servus bis zum nächsten Mal. Servus.